geht los! Heute bei Geschnitten. 4 Chefköche treten an. Nur einer wird gewinnen. Der Rest wird geschnitten. Ich bin Ihr Moderator, Morty Brown. Und die heutige geheime Zutat? Hot Dogs! Oh. Achtung, es geht los! Ich setze meine eigene Version von molekularer Küche ein. Oder wie ich es nenne, Spiegelstronomie. Der Begriff ist geschützt. Ich werde jetzt klassische Schweinswürstchen im Schlafrock zubereiten, aber mit ein paar kleinen Änderungen in der gesamten Molekularstruktur. Es wird, wie sagt man gleich, lecker. Oh, ich liebe Schweinchen. Blossom, hör auf zu saugen, hörst du? Wir können den Moderator nicht hören. Bloß weil wir uns was mit Schweinen angucken, müssen wir uns noch lange nicht wie Schweine benehmen. Chefkoch Schnitzel, zeigen Sie uns, was Sie vorbereitet haben. Es geht wieder weiter. Darf ich Ihnen präsentieren? Schwein im Schlafrock. Und jetzt die Beurteilung. Hier kommt die Gabel. Erster Bissen. Was passiert da? Verstrickelige Krankenschmecken! Na los, Mädels! Kommt, wir retten den Tag! Und Ihre Einschaltquote. Ach du meine Güte, ist der süß! Du darfst ihm nicht wehtun, Buttercup! Pass auf! Du dummes Schwein! Du vermiesst mir meine Lieblingsshow! Was passiert da gerade mit Buttercup? Ich weiß es nicht. Ah! Was? Oh! Oh! Was ist denn das? Weg damit! Weg damit, weg damit, weg damit! Oh! Buttercup, alles in Ordnung? Schwesterchen, konzentrier dich, dann verwandelst du dich in was anderes. Oh nein. Ah! Okay, wie wär's mit dem Kaninchen? Oder einer Giraffe? Seht euch mal den lustigen Hals an. Oh, ich hab's. Ein Delfin. Das ist ein Schweinswal. Ich werde dir gleich einheizen, Würstchen, Mann. Ich muss stehen bleiben. Na, dann gehe ich dir mal zur Hand. Was ist da gerade passiert? Wir haben neue Kräfte! Hey, Bubble, das ist für dich. Oh, 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 heiße Kartoffel! Wow! Eure Kräfte sind abgefahren. Ich wette, deine sind noch besser, wenn du sie erstmal hast. Das will ich hoffen, denn ohne sie war ich euch heute keine Hilfe. Mädchen, es ist jetzt Schlafenszeit. Professor, wann glauben Sie, krieg ich meine neuen Kräfte? Man kann nie wissen, wann du neue Kräfte bekommst und ob du überhaupt welche bekommst. Vielleicht wirst du nie welche bekommen. Weißt du, vielleicht verlierst du sogar deine Kräfte und wirst irgendwann ein gewöhnliches kleines Mädchen. Naja, ich hab euch lieb. Gute Nacht.